geht los. Bist du sicher? Ja, es läuft schon. Okay. Was mich aufregt. Sagen wir das vielleicht zusammen, das wäre am coolsten. Was uns aufregt. Werbung vor Videos auf YouTube. Autofahrer, die nicht blinken, wenn sie einscheren wollen. Oder besser noch, 10 Kilometer lang blinken und gar nicht abbiegen. Wenn man mir Tracks verspricht, die ich nicht bekomme. Dummheit. Verstehe ich nicht. Menschen, die Muffins nicht von Cupcakes unterscheiden können. Menschen, die sich einfach nicht artikulieren können. Dieses Geräusch. Penetrant bellende Hunde. Langsamlatscher und im Weg rumsteher. Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen können. In Wurst sind Vitamine drin. RTL. Und RTL 2. Wenn ich Zelda zocke und nach 20 Versuchen bei Mini-Quests immer noch nicht weiterkomme. Taxifahrer und Kellner, die sich selbst einfach mal Trinkgeld nehmen. 1000 Ideen im Kopf zu haben, leider aber keine Zeit haben, sie umzusetzen. Sich auf etwas zu essen freuen und merken, dass es einem weggegessen wurde. Und freundliche Verkäufer, die scheinbar kein Geld verdienen möchten. Menschen, deren Leben so langweilig ist, dass sie Lügen und Gerüchte über andere erfinden. Menschen, die einen mit der Begründung adden, dass sie mein Profilbild schön finden. Menschen, die dauernd jammern, aber nichts an ihrer Situation ändern. Neurodermitis. Menschen, die um Kommentare betteln. Männer, die eine Abfuhr nicht verstehen. Menschen, die übel penetrant nach Parfüm stinken. Oder Schweiß. Plötzliches Batterieversagen beim Brechen des eigenen Tetris-Rekords. Ba-ba-bam! Mein Lippenstift ist total verschmiert und du sagst nichts. Was habe ich gesehen? Menschen, die übelst penetrant nach Penis stinken. Das ist auch nicht schön. Das ist in der Tat. Und Menschen, die übelst penetrant nach Kira stinken. Ekelhaft-Tante mit dem Erdbeerkäse. Weißt du? Erdbeerkäse? Ja. Kennst du die einfach nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne die mit den Wurstvitaminen. Ja, das ist dieselbe. Ja, ich bin drauf. Freunde, macht jetzt klar. Er kommt mit in das Loch. Wow. Das Video. Leute, die beim Auto fahren. Okay. Kotzen. Ja. Ey, Leute, die beim Auto fahren. Kotzen geht gar nicht. Ja. Menschen, die einen mit der Begründung adden, dass sie mein Profilbild schön finden. Das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Ja, ich nehme keine fremden Freundschaftsanfragen an. Never ever. Also ihr seid auch schön, dann vielleicht überlege ich es mir nochmal.